Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Gamer Chaco im ETS 2 in My Singleplayer. Wir sind hier in Italien in Sassiri und fahren nach Cagliari. Wird bestimmt falsch ausgesprochen sein, so wie immer. Und ja, wir haben jetzt eine Tour von 220 Kilometern etwa. Ist nicht weit, wir fahren natürlich mit meinen normalen eigenen Trailer weiter. Und ja. Ist leider dunkel, wir sehen da wieder mal nichts, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Und ja, und euch gefällt's, so wie immer, hoffe ich mal. Werden wir natürlich so hier machen. Und ja, jetzt fahren wir mal los. Und dann werden wir mal sehen, was draus wird. Biege nach rechts ab. Aufpassen beim Rausfahren. Ich habe hier einen kleinen Umweg gemacht, weil ich hier den Händler mit freifahren wollte. Demnächst rechts abbiegen. Auch. Biege nach rechts ab. Oh. Mal schauen, was so gibt, Neues alles. Wie gesagt, jetzt haben wir noch nichts Großartiges hier Neues. Aber so wie ich mitgekriegt habe, kommt demnächst die Beta raus, die 1.48 für den ETS. Oder wenn ihr das Video seht, wird es schon raus sein, denke ich mal. Ja, und ja, wie gesagt, jetzt schauen wir mal, was hier so passiert auf der Tour. Ist wie immer, aber ich denke, wir kriegen das hin. Die Tour ist ja nicht weit, wie gesagt. Also genießt es trotzdem. Und am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Ja, ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Mir fällt gerade nichts an. Nimm diese Ausfahrt. Die wir haben irgendwie. Wie gesagt, müssen wir mal sehen, weil das ist ja jetzt hier dunkel auch. Sieht man ja auch nichts und trotzdem werden wir weiterkommen. Ja, mein nächstes Ziel ist halt einen neuen LKW. Ne, ich glaube, ich habe einen neuen LKW gekauft gehabt schon, aber egal, geht halt auch weiter mit dem LKW. Rechts halten und dann Ausfahrt ja. Rechts nehmen. Ja, und wir wollen jedenfalls hier jetzt Italien frei fahren. Alles nimm die Ausfahrt rechts. Bitte links halten. So. Mal los. Ja, nachher, wenn wir dann unten angekommen sind in Rili oder wie das heißt, da wird es bestimmt wieder hell sein, denke ich, was ich auch mal hoffe. Passt das auch? Ja, eine Woche war ein bisschen anstrengend und so. Das ist halt so. Reihe alles und hoffe ich nur, dass ich die Touren auch alle hinkrieg. Daher, ja, schauen wir mal, wie viele Touren ich dann mache jetzt. Oh, weiterkommen. Ja, wie gesagt, ich werde mich auch ein kleines bisschen vielleicht zurückhalten heute oder jetzt. Ich habe echt kein Thema. Vielleicht habt ihr ja eine Idee oder so, was man gibt, worüber man reden kann. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Das mal aufgreifen. Hoffe, euch gefällt trotzdem die Themen, die ich hier so habe etwa. Und dass ihr auch
das weiter treu bleibt und auch die ETS-Folgen mitverfolgt. Das würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ja, sehe ich jedenfalls auch, dass ihr auch Interesse habt davon. Klar, es gibt andere Spiele, da ist ein bisschen mehr los. Halt gerade ein bisschen, ja, hinten aus, sage ich. Aber auch hier werde ich sehen, dass ich hier weiterkomme. Daher wir müssen, wie gesagt, wir müssen hier halt weiterkommen. Klar, es ist sehr wenig jetzt gerade zur Zeit. So wie ich sehe, muss ich auch tanken. Da hoffe ich mal, dass ich jetzt hier irgendwo mal eine Tankstelle finde. Eng, aber. Ja, sehr weit ist die Strecke hier halt nicht. Der Insel hier, ich weiß jetzt gar nicht mal, welche Insel das ist. Könnt ihr ja gerne auch mal rein. War hier, bin ich auch noch nicht. Ja. Mal halt auch das Beste draus machen. Aber es macht trotzdem Spaß zu fahren. Und da muss man, wie gesagt, wird jedenfalls weiter ausgebaut. Dann nächste wird wohl eine Garage werden, was ich in Angriff nehme. Das nächste wird eine Garage sein, die ich mir zulege. Ja, dann müssen wir halt da auch sehen, dass wir da auch Haufen Geld zusammen kriegen. Startkredit und so muss halt, wird halt alles gezahlt jetzt. Ich verdiene jetzt auch gerade nicht so viel, weil ich halt kleine Strecken habe. Ja, die ganzen Städte frei fahren will. Und dann geht's halt dann langsam nach Frankreich. Weil ihn fertig ab. Ja, und dann schauen wir mal, oder ich schaue dann mal, was in die noch so freigefahren werden muss dann am Ende, und das müssen wir dann sehen, dass wir das dann hinkriegen. Wenn das Spiel ist schon groß, wie gesagt, jetzt kommt auch irgendwann, ob ich ja mal das Biker DLC, das wird zwar noch dauern, und ja, das müssen wir auf alle Fälle machen, aber sehen wir halt erst einmal, dass ja, ganzen Städte soweit frei fahren, alles. Wenn ich Italien fertig habe, jetzt freigefahren habe, alles, dann wird Italien drankommen. Quatsch, Italien habe ich ja schon, dann wird dann Frankreich natürlich rankommen. Ja, dann schauen wir mal, weitergeht. Ja, wir fahren ja jetzt auch in Sonnenaufgang rein. Da gläst es ja auch nicht mehr. Und werden wir langsam zum nächsten über. Unten müsste Sizilien sein. Festland. Und so fahren wir immer Stück für Stück dann frei. Eine Tour wird länger sein, die andere wird kürzer und ja. Jetzt habe ich ja mal holen können. Aber ich glaube, das
hinten einstellen. Aber wir sind ja gleich da. Aber weiter. Kurze Strecke, aber das ist okay. Aber das macht schon Spaß. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Ja, den Hänger wollte ich noch umbauen, aber wie gesagt, kein Geld dafür. Ist perfekt, ja. Aber viel war jetzt bei der Tour nicht zu sehen. Ja, manchmal ist es halt so. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Jürgen. So, da haben wir es ja gleich. Gleich mal hier tanken. Eingelassen. Da sind. Ach, das ist auch nicht jetzt allgemein so. Ja. Ändern kann man es nicht, da müssen wir halt jetzt durch, ne? Immer geradeaus und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Schauen wir dann auch mal, was wir hier dann für eine Uhr haben oder wo wir dann hinfahren müssen. Immer geradeaus. Ja. Demnächst links. Dass das ist. Biege nach links ab. Das war eine schöne Fahrt. So, dann werden wir ja gleich da sein.
So, dann haben wir das geschafft. Und ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Dabeisein. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Gema Chaco. Ciao, ciao.